Viele Pokémon lassen sich zurück auf Tiere, Pflanzen, Mineralien, gelegentlich auch Menschen oder sogar auf bloße Gegenstände zurückführen. Einige jedoch finden ihre Ursprünge in Legenden und Sagen, entspringen mystischen Kreaturen aus alter Zeit, von denen ich euch heute 7 solcher Wesen vorstellen möchte. Doch seid gewarnt, einige dieser Ursprünge sind von finsterer Natur. Flunkiefer. Flunkiefer steht wohl mehr auf die Typen, die sehr schwer zu kriegen sind. Flunkiefer basiert auf einer alten japanischen Legende, die Futakushi Ona oder auch die Zweimondfrau genannt wird. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein armer Bauer, der sich sehr über seine neue Frau freute. Denn auf wundersame Weise brauchte sie scheinbar keinerlei Essen. Nach einigen Wochen jedoch, da hatte er kaum noch Nahrungsvorräte übrig und er konnte sich einfach nicht erklären, wohin das viele Essen verschwand. Eines Nachts erwachte er plötzlich. Seine Frau schlief, doch voller Entsetzen erkannte er einen zweiten, riesigen Mund mit rasiermesserscharfen Zähnen und einer langen Zunge am Hinterkopf seiner Frau. Ihre langen, schwarzen Haare bewegten sich wie von Geisterhand. Sie schlängelten sich wie Tentakeln und griffen unaufhörlich nach den Nahrungsmitteln. Dabei gab der Mund ein obszönes Gemurmel von sich und verlangte immer weiter nach Essen. Der Bauer ignorierte die Forderungen zunächst, doch da begann der Mund ein schrilles und ohrenbetäubendes Geschrei, bis er schließlich bekam, was er wollte. Einer Legende nach entsteht dieser Dämon, oder auch Yokai genannt, wenn eine Mutter ihr eigenes Kind verwöhnt und ein adoptiertes Kind dabei verhungern lässt. Der rachsüchtige Geist des Kindes verflucht daraufhin die Mutter und zwingt sie, nur noch den Monstermund zu füttern, bis sie selbst verhungert. Lombrero. Ich habe mir schon immer ein grünes Flunkiefer gewünscht mit einer Pfanne auf dem Kopf. Wie ich schon eben sagte, ich möchte nicht darüber reden. Der Kappa, auch als Flusskind bezeichnet, bildet den Ursprung für Lombrero. Es soll sich hierbei um ein Wesen handeln, das aufrecht geht und in etwa die Größe eines 10-jährigen Kindes hat. Auch soll es wie ein Mensch sprechen können, doch sein Aussehen unterscheidet sich deutlich von dem eines Menschen. Eine der ersten schriftlichen Zeugnisse beschreiben den Kappa wie folgt. Sein Haar ist kurz und spärlich, die Spitze seines Schädels ist eingewölbt und kann eine Schöpfkelle voller Wasser aufnehmen. Kappa leben gewöhnlicherweise im Wasser, aber im Licht des späten Nachmittags erscheinen viele von ihnen in der Umgebung der Flüsse und stehlen Früchte von den Feldern. Von Natur aus liebt der Kappa Sumo. Wenn es einen Menschen sieht, wird es ihn zum Ringen einladen. Wenn Wasser in der Aushöhlung seines Kopfes ist, dann hat der Kappa die mehrfache Stärke eines Kriegers. Der Kappa liebt es, Rinder und Pferde ins Wasser zu zerren und das Blut aus ihren Körpern zu saugen. Menschen, die Flüsse überqueren, müssen sehr vorsichtig sein. Fulnona und Vulpix. Und am Ende gebe ich ganz allein zurück. 20, 30 Jahre vergingen. Und das Haus verfiel immer mehr. Trotzdem blieb ich und hoffte gegen jede Vernunft, dass mein Trainer irgendwann, irgendwie zurückkommt. Fulnonas und Vulpix Wurzeln liegen in der Sage der neunschwänzigen Kitsune, der Fuchsgeister aus Japan. Der Kitsune beginnt als normal aussehender Rotfuchs und dient als Bote der Naturgottheit Inaris. Alle 100 Jahre, so sagt man, wächst dem Kitsune ein weiterer Schwanz und seine rote Fellfarbe wird mit zunehmendem Alter immer heller und silbriger. Besitzt er schließlich alle 9 Schwänze, so erlangt er große Weisheit und kann gewaltige magische Kräfte entfalten. Die Kitsune besitzen die Fähigkeit, nach Belieben ihre Gestalt zu ändern und können aus ihrer Schnauze und Schwanzspitzen Feuer erzeugen. Auch sollen sie die Macht innehaben, sich unsichtbar zu machen und Illusionen zu erschaffen. Sneebel. Ach ja? Was sagt es, Mauzi? Es sagt, das geschieht mir recht. Sneebel! Und jetzt? Es sagt, ein Mauzi mit was Gutem zu füttern wäre reine Geldverschwendung. Sneebel entstammt ursprünglich dem Kaimetachi.
Der Name Kamaitachi steht für Wiesel und Sichel. Die Legende erzählt davon, dass es in kalten Regionen eisige Winde geben soll, die ins Fleisch der Menschen schneiden. Doch tatsächlich ist es weniger der Wind als vielmehr ein Rudel gieriger Yokai, die hinter dem schneidenden Gefühl der Kälte stecken sollen. Es heißt, die Kamaitachi machen sich in Dreiergruppen auf die Jagd nach Menschen. Der erste Kamaitachi, der den Menschen erreicht, schlägt ihn nieder, der zweite säbelt das Fleisch von den Beinen, der dritte lässt die Wunden wieder verheilen. Dies alles geschieht so schnell, dass der Mensch kaum etwas davon mitbekommt. Sobald die Kamaitachi wieder verschwunden sind, ist es für den Menschen, als sei er nur gestolpert, obwohl sich in Wirklichkeit ein paar kleine Yokai einen fleischigen Snack für zwischendurch gegönnt haben. Traumato. Traumato. Pikachu, Donnerblitz! Traumato. Traumato basiert auf einem Geist namens Baku. Diese chimärenartige Kreatur kommt wie auch die vorigen Wesen aus dem japanischen Volksglauben. Doch obwohl die Erscheinung eher auf einen bösartigen Yokai deutet, ist es den Menschen wohlgesonnen. Beschwört man es mit der Formel Baku Kurai und sagt diese dreimal auf, so schleicht es sich des Nachts herbei und verschlingt die bösen Träume der Menschen. Tut mir leid, ich bin echt. Cernias, Iviltal und Zygarde. Was ist das? Cernias, Iviltal und Zygarde basieren auf den gigantischen Monstern des Nordens, die im Weltenbaum hausen. In der nordischen Mythologie gibt es eine sagenumwobene Esche, die als Weltenbaum bezeichnet wird oder auch auf Altnordisch Yggdrasil heißt. Dieser Baum soll in sich den gesamten Kosmos verkörpern, sowohl räumlich, zeitlich als auch inhaltlich. Er verbindet die Oberwelt, die Mittelwelt und die Unterwelt miteinander. Der Sage nach reicht der Kosmos nur bis zu den Enden seiner Äste und Wurzeln und steht für das Sinnbild der Raumzeit, des Lebens und Vergehens und der Wiedererneuerung des Lebens. So gibt es einen riesigen Adler, der auf der Spitze des Baumes thront, einen Hirsch, der sich von der Rinde des Baumes nährt und eine gewaltige Schlange, die an den Wurzeln des Baumes kaut. Somit steht Cernias für das Leben, Iviltal für das Vergehen des Lebens und Zygarde für die Wiedererneuerung. Zapdos. Das legendäre Pokémon Zapdos entstammt dem aus indianischen Legenden entsprungenen mystischen Donnervogel, einer gigantischen Kreatur, dessen Schwingen die doppelte Länge eines Kanus haben sollen. Der Donner ist das Geräusch eines jeden seiner Flügelschläge und die Blitze, die er entstehen lässt, sind gewaltige Lichtschlangen, die er über den Himmel schickt. In der Sprache der Lakota wird dieses Wesen Wakinyan genannt, was so viel wie heilige Schwingen bedeutet. Der Donnervogel bildet den Geist von Blitz, Donner und Regen. Und das waren 7 Pokémon mit mystischen Ursprüngen. Hat euch das Video gefallen und würdet ihr gerne noch weitere mystische Ursprünge aus der Pokémon-Welt erfahren? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare für einen zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal!